aus dem Unterdorf im Zweier, würdest du lieber einen Esel ficken und keiner wüsste es, oder würdest du lieber den Esel nicht ficken, aber jeder denkt, du hättest ihn gefickt? Ich würde eher deinen Vater ficken. Aus dem Unterdorf. Gute Antwort aber, ne? Again, this is just the normal iPhone, is it? Ein absoluter Klassiker. iPhone 6 das erste Mal. Again, this is just the normal iPhone, is it? This is just the normal iPhone 6. Yeah, I didn't want okay. All right. We're doing the reveal. His name's Jack. Das muss so unangenehm sein, Digga. Und jetzt? Wo musst du denn hin? Ja, das müsste ich auch kommen. Wo kommst du denn her? Und das müsste ich auch gerne. Und jetzt? Oh Mann. Guck mal, ich will euch einen Gefallen tun, ihr Maniacs. Ja? Guck mal, geht und kauft euch ein Flaschengier für den Sommer und ich will, dass ihr Geld spart. Ich will nicht, dass ihr Millionen bezahlt. Okay. Das ist too. Kann du 2000. Ja, weiter. Die Leute sind nur davon abhängig, dass ich, also Shoyoka, erfolgreich ist und in der Öffentlichkeit steht. Weil solange ich erfolgreich bin und in der Öffentlichkeit stehe, macht man Klicks damit, dass man über mich Videos macht. Ich weiß nicht, auf welchem Ross du sitzt, liebe Shoyoka, aber eigentlich bist du ziemlich irrelevant, muss ich dir ehrlicherweise sagen. Also bevor KuchenTV über dich ein Video gemacht hat, kannte ich dich nicht. Und ich würde behaupten, 99,9% aus meiner Community kannten dich auch nicht. Erfolgreich? Also ich will dir jetzt wirklich nicht zu nahe treten, ja? Aber du hast auf Twitch im Durchschnitt 1500 Zuschauer. Das ist jetzt natürlich nicht schlecht, aber ist gut. Auch nicht krass erfolgreich. Tut mir leid, warum habe ich gelacht? Weiß ich auch nicht. Und auf YouTube haben deine Videos im Durchschnitt so 5000 Aufrufe. Wow. Also wo bist du bitte erfolgreich, so dass ich mit dir ganz viele Klicks machen kann? Eigentlich. Das Ding ist, dass sie immer noch nicht checkt, dass ich nicht Klicks mit ihr ziehe, weil sie Shoyoka ist, sondern weil ihre Aussagen einfach super lost und dämlich sind und das einfach viele Leute anzieht. Ich gönn's ihr, ich gönn's jedem, dass er erfolgreich ist, aber ich find's halt in der gesamten Thematik nicht verwunderlich, stimmt, dass sie von sich denkt, dass sie mega erfolgreich, stimmt, ist. Also, ja. Bei ihr läuft, also ich sag nicht, dass sie unerfolgreich ist. Oh. 1,5k Viewer sind nicht bad. Nein, du hast vollkommen recht. Ja. Im Durchschnitt 1000 Zuschauer zu haben, ist super. Aber stimmt. Wenn ich von mir selber behaupte, dass ich erfolgreich bin und Leute deswegen Videos über mich machen, damit sie von der Reichweite und von mir als Person profitieren, richtig, dann muss ich dir ehrlicherweise sagen, sind im Durchschnitt 1000 Zuschauer und im Durchschnitt 5000, 6000 Views auf YouTube ziemlich wenig. Um das als, ja, Argument und darum, ja, geht's, als das als Argument zu benutzen, um Kuchen zu kritisieren, dass Kuchen Videos über sie macht, um von ihrer Reichweite zu profitieren. Was soll denn dabei rumkommen, Digga? Ja, weiser Mann da, der Onkel Monte. Mhm. Mhm. Hm, okay. Was soll ich dazu sagen? Sie überfordern das Land. Die Erzählung verfängt auch. Sie überfordern. Warte, darf ich den passenden TikTok-Clip zu? Diese Leute wollen uns erklären, wie wir uns gesund zu ernähren haben, was nachhaltige Ernährung ist. Und kommt der Kampfpanzer Ricarda Lang um die Ecke gerollt, hämmert sich ein Schokoeis rein und schreibt dann drüber: My body, my choice. Ja. Was ist das für eine Doppelmoral? Ja. Also nein, nein, finde ich nicht witzig. Tut mir leid. Distanziere ich mich von. Ich habe nicht ganz genau verstanden, was er gesagt hat. Ich muss es nochmal gucken. Diese Leute wollen uns erklären, wie wir uns gesund zu ernähren haben, was nachhaltige Ernährung ist. Und kommt der Kampfpanzer Ricarda Lang um die Ecke gerollt, hämmert sich ein Schokoeis rein und schreibt dann drüber: My body, my choice. Ja. Was ist das für eine Doppelmoral? Ja. Nee, finde ich nicht witzig. Fordern diese Gesellschaft. Nochmal die Frage, warum dieser unfassbare Druck, warum diese Eile, warum gibt man Leuten das Gefühl, jetzt müsst ihr ganz schnell diese neue Heizung einbauen, weil ansonsten bricht der ganze Laden zusammen. Ich meine, Sie und ich, wir wissen doch beide, Deutschland ist verantwortlich für 2% des CO2-Ausstoßes weltweit, ungefähr. Wenn Deutschland heute im Meer versinken würde, was wir uns alle bitte nicht wünschen, aber wenn das so wäre, würde das am Klimaproblem ehrlich gesagt wenig ändern. Die große Frage, ich weiß nicht, ob ich mir das reinziehen kann. Ob das gelingt oder nicht, wird ganz woanders entschieden. Die wird in Lateinamerika entschieden, die wird in Südostasien entschieden, die wird in China vor allen Dingen entschieden, die wird in den USA. Ja, es wird zu viel Gelaber. Frauen machen immer
immer den ersten Schritt. Lüge. Ich bin mal gespannt hier. Entschuldigung, hätte damals. Hören Sie ruhig weiter. Sorry, Mädels, dass ich uns exposen muss, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die Männer das nicht so checken. Ja, das ist möglich. Denn weißt du, meine Person ist der Meinung, dass sehr viele Schwestern da draußen ziemlich anstrengend sind. So anstrengend, dass man sie nicht verstehen kann. Aber erzähl erst mal weiter. Wenn uns jemand gefällt und wir sind im selben Raum wie diese Person, Bar, Restaurant, dann gehen wir nicht direkt auf diese Person zu und sagen, ey, du bist uns aufgefallen, wollen wir uns vielleicht hinsetzen, wollen wir uns kennenlernen. Nein, nein, nein. Das ist so eine Person, Frau, die sich selber so gerne beim Sabbeln zuhört und selber beim Sabbeln nicht merkt, wie viel sie sabbelt. Die redet viel, sagt aber wenig. Wir machen das nicht so. Ja, komm schon, hör auf mich zu foltern. Hau raus, wie macht ihr das denn? Wir laufen 10.000 Mal an euch vorbei. Mann, das ist doch krank. 10.000 Mal läufst du also an mir vorbei. Weißt du eigentlich, wie viele Kilometer das sind? Und wir reden davon, dass du keine Kellner hast. Boah, der Popel in der Nase, ich muss weitermachen. Was war eine blitzschnelle Entscheidung, die du getroffen hast und die dein Leben verändert hat? Eines Tages beschloss ich, mich von meiner Freundin zu trennen. Die Zeit war einfach nicht richtig. Ich war erst 20 Jahre alt, spielte Schlagzeug in 5 verschiedenen Bands, wollte feiern. Hatte einen Vollzeitjob und war Vollzeitstudent in einem anspruchsvollen Studiengang für Luft- und Raumfahrttechnik. Ich rief sie an und fragte, ob wir uns im Wissenschaftsgebäude treffen könnten. Warum das Wissenschaftsgebäude? Bis heute weiß ich das nicht. Es war in der Nähe ihres Wohnheims und in der Nähe eines Parkplatzes, wo ich das Ganze vielleicht schnell hinter mich bringen konnte. Als ich sie kommen sah, sah ich sie zum letzten Mal als meine Freundin an. In diesem Moment begann ich, über unsere Beziehung nachzudenken, die Höhen, die Tiefen, wie sie begonnen hatte, es waren erst 6 Monate vergangen. Ich war mit ihr zusammen, weil sie das Zeug zur Ehefrau hatte, absolut schön, sehr reif und doch super verspielt. Jeder Mann würde sie wollen, ihr Lachen war ansteckend, nicht nur waren unsere Sinne für Humor ähnlich, sie ergänzten sich oft gegenseitig. Ich liebte sie, ich hasste es, sie weinen zu sehen. Es wird schwer sein, jemanden wie sie zu finden. Nein, nicht schwer. Unmöglich. Aber zumindest habe ich die nächsten 3 bis 4 Jahre für mich und muss eine andere Frau finden, die genauso perfekt ist wie sie, um die nächsten 40 Jahre mit ihr zu verbringen. Moment mal. Es traf mich. Ich tausche 40 Jahre reine Freude gegen 3 bis 4 Jahre unreifen Spaß aus, und ich stehe kurz davor, den größten Fehler meines Lebens zu machen. Als sie etwa 30 Fuß von mir entfernt war, änderte ich meine Meinung. Ich bin jetzt 28, diese Frau ist jetzt meine Frau seit 3,5 Jahren, trägt gerade unseren ersten Sohn, und ich könnte nicht glücklicher sein. Du hast uns die dann... Nee, halbe Bibel, ganzer Huren. Das Einzige, was Huren ist, seid ihr, die das reinposten. Sorry. Da muss ich mal zurückfronten. Das war voll der schöne Text, Mann. Das war voll schön zum Zuhören. Wenn mich jetzt jemand denkt, wie würde ich jetzt schmecken? Habt ihr schon mal eure eigenen Körperflüssigkeiten probiert? Ich hab's auf jeden Fall safe probiert, einfach nur aus Interesse. Und du? Also ich muss ehrlich zugeben, bei meiner eigenen Körperflüssigkeit habe ich da schon eine Hemmung. Dementsprechend habe ich da auch noch nicht so viel rumprobiert. Zum Beispiel bei einem Partner finde ich es überhaupt nicht schlimm. So, da finde ich es teilweise sogar nice, aber... Also meine eigenen Körperflüssigkeiten finde ich jetzt nicht so schmackhaft. Wenn mich jetzt jemand... Dein bester Anmachspruch heute? Mein bester Anmachspruch... Ja, warte mal. Gib dir Nummer. Genau deine Nummer fehlt mir noch genau bei mir. Was war die längste? Du hast eine... Erstes Mal in meinem Leben Sekundenschlaf. Ich habe eine Woche OnlyFans gemacht und so viel verdient. Okay, nein, anders gesagt, ein Kollege, das ist Hakan, wollte sowieso OnlyFans starten. Jetzt kommen die Sekunden. Voll unheimlich, Digga. Übelst unheimlich, oder? Was machst du denn? Was machst du denn? Digga, wie unangenehm ist die Scheiße denn? Würdest du für 500.000 Euro deinen Eltern... Wurdet ihr mal von den Eltern eures Partners abgelehnt und habt dann bewiesen, dass sie Unrecht hatten? Da bin ich mal gespannt, was macht der? Mhm. Boah, das geht 3 Minuten, das Video. Egal, wie geil das ist, ich habe keine 3 Minuten Zeit. Es sind immer die schlimmsten Bilder eines Verkehrsunfalls. Ein völlig zerstörtes Autowrack und ein Leichenwagen, der sich dem Unfallort nähert. In diesem Fall ist es die Fahrländer Chaussee, eine von Bäumen eingefasste Allee bei Potsdam. Der 22-jährige Unfallfahrer war hier Sonntagnacht mit seinem Audi S5 unterwegs.
Zuvor befand er sich noch auf einer Party und geriet offenbar dort in einen Streit mit seiner Freundin. Der junge Mann setzte sich ins Auto, raste los, vermutlich unter Alkoholeinfluss. Statt den erlaubten 70 soll der 22-Jährige mit 200 km/h gefahren sein. Dann verlor er in der Kurve die Kontrolle über den hochmotorisierten Sportwagen und raste in einen Baum. Der junge Mann war so... Sorry, aber selber schuld. Könnte jetzt ausrasten und schlimme Dinge sagen, aber in einer gewissen Art und Weise hast du recht. Denn wer alkoholisiert mit erlaubten 70 und dann 200 fährt, in dem Fall, nein, Chat, hat in dem Fall schon selber Schuld, beziehungsweise hat dazu seine Schuld beigetragen, aber man muss immer ein bisschen Fingerspitzengefühl entwickeln und in so einer Situation spielt keine Rolle mehr, ob selber Schuld oder nicht. In diesem Fall sollte man ein gewisses Fingerspitzengefühl entwickeln und das ist dann einfach, dass man darauf weiß, ob er selber schuld ist oder nicht. Da ist nicht nur ein Mann gestorben, der 22 ist, da ist eine ganze Familie gestorben, Digga. Verstehst du? Eine Mutter, ein Vater. Deswegen kann ich das verstehen, dass du das in, also ich verstehe, was du meinst, aber ein bisschen Fingerspitzengefühl sollte man das schon haben, Digi. Wie viel verdient Montana Black? 7 Cent die Sekunde. 4,56 Euro die Minute, 273,97 Euro die Stunde, 6.575 Euro am Tag, 46.150 Euro in der Woche, 200.000 Euro im Monat und 2,4 Millionen Euro im Jahr. Und jetzt mach das Plus weg und werde auch du zum Boss. Video Sebastian löschen lassen. Gut, weiter geht's. So mäßig, Digga. Sagst du mal 8 Stunden gefüllt in einem Unterricht? Sag ich mal, ich hab's 8 Stunden. Guck mal, Leute, bei mir war immer erste Zeit, dann kommt Pause. Nach Pause, ich war nicht mal da. Weil ich hab... Das hört man, ja. Ich hab geraucht, alle. Danach, Walla, ich konnte nicht mehr in die Schule gehen. Ich hab eine Frage. Die ist so hohl, die Alte. Was, Bruder? Was hast du genommen? Bruder, ich hab gar nichts genommen, Bruder. Ich bin auf High. Was hast du genommen? Ich bin auf High, Bruder. Bruder, wer ist dein Typ? Sei mal ehrlich. Ich stehe auf Marokkaner, Baba Locken, Seiten auf Null. So Baba Lacoste-Anzug so. Echt? Ja, normal. Sei mal leise. Deine Mutter hat sich umgedreht und da war sie immer noch. Checkst du, was ich mein? Wenn ein Ei 5 Minuten zum Kochen braucht, ja. Wie viele Minuten brauchen 5 Eier? Auch 5 Minuten. Das durch? Was sagst du? Mehr. Mehr, ja, ist normal, ist behindert. Das Ding ist behindert. Wie viel? Was für ein? Eine Eier. 5 Minuten? Ja. Yeah, 5 Eier? 1 mal 5, 5. Oh Mann, ich kannte den Clip nicht, Digga. Der war ganz gut. Seid ihr Zugfans? Macht ihr Fotos und Videos vom Zug? Kann ich selber euch machen? Ich kann gar nicht beschreiben, wie schlimm ich dieses Video finde. Ich kann die beiden Typen nämlich absolut verstehen, warum sie auf Züge abfahren. Gut, mein Ding ist es nicht, aber ich liebe Autos. Ich könnte den ganzen Tag Videos angucken von Motoren, die aufhören, knallen, Luftfahrwerken, die sich bis zum Boden tiefer legen. Seit ich gefühlt denken kann, löst es in mir einfach etwas aus, was mich glücklich macht, was mich beruhigt, was mich vom Stress des Alltags ein bisschen vergessen lässt. Richtig. Ich kann mir so gut vorstellen, dass es bei diesen Typen genauso ist, nur halt mit Zügen. Und ja, nur weil es nicht so verbreitet ist, Züge zu heißt das nicht, dass du da hingehen kannst und dich über die lustig machen kannst. Richtig. Und mit Objektophilie hat das rein gar nichts zu tun. Jeder soll das mögen, was er möchte, Digga. Wir sagen Dankeschön, Lothar, vielen, vielen Dank. Danke. Endspiel, danke dir. Immer was Besonderes. Timo Werner sagt auch... Leute, ich find's echt krass, ich habe jetzt meine erste eigengebaute Map rausgehauen. Und es... Eurovision... Alle toll. Oh, Gold. Out of everybody you... Wenn du dir in der Mitte der Woche einen Gegenstand hättest herbei wünschen können, welcher wäre es gewesen und warum? 2 Sachen fallen mir ein, das ist entweder Moskitonetz oder Feuerstahl. Ich hätte sonst sofort die Hängematte genommen. Sofort die Hängematte. Wenn ich noch einen weiteren mitgenommen hätte, wäre das vielleicht der Wasserfilter gewesen oder das Moskitonetz. Oder ein Feuerzeug. Welchen Gegenstand hättest du zusätzlich gerne dabei gehabt oder dir in der Woche herbei gewünscht? Nee, ich hätte sogar eher noch meinen abgegeben.
Ich habe im hohen sechsstelligen Bereich verdient, alles super, aber ich habe ein Riesenproblem, eine Frau zu finden, die mich nicht nur wegen meinem Geld will, was, wie machst du das? Wichsen. Ja. Am Ende des Tages wichsen, in den meisten Fällen, Digga. Ja. Wow. 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 Digga, da wäre ich jetzt gerne, oder? Trying to each other close. Sie hat seine Klamotten an, okay. Und er hat jetzt seine Klamotten. Gutes Video, Digga. Damit hätte man jetzt nicht gerechnet, ne? Damit hätte man jetzt nicht gerechnet, sage ich. War ganz lustig, war ganz cool, ja?